16 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Kreisky macht neuerliche Kandidatur bei Nationalratswahlen vorrangig von seiner Gesundheit abhängig. SPÖ-Klubobmann Fischer regt Verlängerung der Gesetzgebungsperiode von 4 auf 5 Jahre an. Polnische KP-Zeitung bezeichnet Wiederherstellung der Verhältnisse, so wie sie vor dem Ausnahmezustand waren, als unmöglich. Entführungsfall Dozier, 28 Millionen Schilling für Hinweise ausgesetzt, die zur Befreiung des NATO-Generals führen könnten. Hila, weißt du, ich find's eigentlich einmal wunderbar, so einen Samstagnachmittag. Was sagst du? Dein Föhn ist zu laut. Was? Ich sage, dein Föhn ist zu laut, deswegen kannst du mich nicht verstehen. Weißt du, Franz, ich höre so schlecht, wenn der Föhn so laut ist. Ja, ja, das sag ich ja. Ich sage, du kannst mich nicht hören, weil der Föhn zu laut ist. Ja, stimmt, aber warum schreist du eigentlich so mit mir? Na, weil der Föhn... Okay, Franz, ja. Sei doch friedlich. Schau, wir haben doch allen Grund, uns zu freuen. Ist das nicht herrlich, heute einmal ein Samstagnachmittag ohne die Familie, du? Naja, das habe ich ja gesagt. Du, ja? Endlich komme ich heute mal dazu, mich ein bisschen mit meinen Marken zu beschäftigen. Du, ich hab wirklich geglaubt, dass du mit dem Markensammeln schon aufgehört hast, dass du dich überhaupt nicht mehr drum kümmerst. Naja, man kommt ja zu gar nichts. Ja, es ist ja wirklich vor lauter Aufregungen, die immer passieren. Ja, und warum? Warum? Weil man zu viel Zeitung liest und zu viel Zeit im Bild hört. Wenn man das nicht täte, dann wäre die Welt viel friedlicher. Man würde sich wohler fühlen. Na. Na, also du direkt hinter dem Mond leben, das kann man auch nicht. Schau, du würdest zum Beispiel sehr amüsante Sachen gar nicht wissen. Bitte, du würdest immer nur glauben, es gibt einen Nackerten im Havelka. Inzwischen hat sich herausgestellt, es gibt sogar 2 Nackerte beim Neujahrskonzert der Philharmoniker. Ja, aber eines sag ich dir wieder. Ja? Es ist viel, viel schöner. Ja? Man weiß überhaupt nicht, was kommt. Sondern man erfährt es im letzten Augenblick. Schau, zum Beispiel die Teuerung mit der Straßenbahn. Mhm. Wozu soll ich mich schon 3, 4, 8 Tage vorher ärgern? Und statt dass ich einsteige in die Straßenbahn und der sagt, geben Sie 15 Schilling her, ist der Schreck zwar sehr heftig, aber viel kürzer. Also ich möchte von den ganzen Sachen überhaupt nichts wissen. Nein, nein, du, das ist Vogelstrauß-Politik, wenn, dass man so tut, als ob man etwas nicht sieht. Deswegen existiert es ja doch. Apropos nicht sieht, wo ist denn die Dina und der Tommy? Na also, Dina ist auf einen Herrgott. Was ist sie? Schul-Skikurs, noch, dass ich's rauskriege. Na du, aber für eine frühere Schauspielerin ist ja Schand, was du da zusammenredst. Ja, du, ist aber auch blöd zum Sprechen. Schul-Skikurs. Na, Schul-Skikurs. Und der Tommy ist auf Urlaub, ja? In Kitzbühel. Ja. Und weißt du jetzt was? Nein. Als Skilehrer. Wieso? Fährt denn der so gut Ski? Nein, aber er braucht Geld. Ach, also ein Pfuscher. Der Tommy nennt das clever. Erstens hat er einen Winteraufenthalt in Kitz völlig umsonst. Ja. Und zweitens verdient er noch ein Geld dazu. Na ja, bitte, also so fängt's an, nicht wahr? Zuerst macht er Pfusch und enden tut's dann mit dem AKH-Skandal. Hör auf. Du, dir müsst man überhaupt verbieten, Zeitungen zu lesen. Na ja, für meinen Blutdruck wär's wahrscheinlich gut, wenn ich nicht lesen würde. Aber bitte, wo ist denn zum Beispiel der Guido? Aber Franz. Ja, ich weiß schon, der ist mit dem Gretel, ist er in Graz, na, nicht wahr? Das. Na, und der Ernst und die Elfi sind irgendwo eingeladen. Ei,
Was heißt, oh je, die sind fabelhaft eingeladen, mein lieber, im Sacher zu einem Empfang. Ja, ja, das meine ich ja nicht. Ich meine nur, weißt du, die, jetzt habe ich da gerade eine Marke, die ist ein bisschen mehr wert, aber die hat dafür einen Riss. Also. Du, wer schenkt dir eigentlich diese ganzen Marken? Also Dr. Winkler bringt mir immer so alte Sachen, also das alte Post aus dem Ministerium. Reizend von dem. Du, müssen wir den nicht einmal einladen? Ja, ja, Gott, natürlich können wir den gelegentlich einmal einladen. Da fällt mir ein, Sacher. Ja? Was bitte kriege ich in unserem heimischen Sacher heute zum Nachtmahl? Ja, zum Nachtmahl kriegst du gar nichts, kriegst nur was Kaltes. Nach dieser vielen Esserei zu den Feiertagen müssen wir ein bisschen jetzt sparsamer sein. Bitte, wieso nur was Kaltes? Ich esse Kaltes sehr gern, zum Beispiel Sardinen. Du, Sardinen, neulich, die Sokolfahrt, wie doch jetzt immer irgendwo in fremde Länder fahren, habe ich offeriert, noch fahren Sie doch einmal nach Portugal, dort ist sehr schön. Sagt sie, nein, Portugal, das gibt mir gar nichts. An Portugal interessieren mich eigentlich nur die Sardinen und deswegen brauche ich nicht nach Portugal fahren, die habe ich hier in die Konservenbüchsen. Aber ist ja alles ganz wurscht. Hilla, genießen wir doch endlich einmal einen ruhigen, friedlichen, gemütlichen Samstagnachmittag. Ja, tu ich ja. Jösses. Eje, hab schon verschrien. Wer kann denn das zum Kuckuck sein? Tja, mein Lieber, das wirst du leider nur erfahren, wenn du die Tür aufmachst. Ja, wieso ich? Na, entschuldige. Die Frau Sokol ist nicht da und ich hab frisch gewaschene Haare. Ach so, na ja, also bitteschön, du. Das Unglück gleich als erstes auf mich zukommen, bitte sehr. Kann man auch nichts machen, aber ja. So. Ja, ich bin ja eh schon da. So. Grüße Gott, entschuldigen Sie die Störung. Ja, aber bitte, Frau Neuberger. Prosit, na ja, ja, natürlich, alles Gute. Ist irgendetwas passiert, Frau Neuberger? Wieso passiert? Na, passiert ist nichts. Also? Nein, ich hab nur ein Problem mit einem Gast. Aha, mit einem Gast und der mag keine Hunde, oder wie ist das? Wieso? Wieso? Der Gast ist ja selber ein Hund da. Der. Ach, das ist ja richtig, das ist ja gar nicht Ihr Hund. Nein. Das ist ja ein anderer. Ja. Ja, und was ist also mit dem Hund? Ja, also wissen Sie, ich muss leider weggehen. Ich muss. Ja, vertragt er sich nicht mit Ihrem Hund? Nein, das ist nicht das Problem. Sondern? Er vertragt sich schon, aber mit einem haben Sie recht, er vertragt sich mit gar keinem Hund. Mit meinem, das macht gar nichts, denn ich gehe jetzt weg mit meinem Hund. Ja, wo gehst du hin? Ja, wir haben eine Seance mit einem Medium. Na und, wenn er sich mit keinem anderen Hund vertragt, ist doch wunderbar, lass uns zu Hause in der Wohnung. Nein, das kann ich nicht. Warum? Der Rigoletto ist so sensibel. Bitte, wer ist sensibel? Der Rigoletto. Wollen Sie im Ernst behaupten, dass dieses Hunderl Rigoletto heißt? Ja, heißt er. Wissen Sie, sein Frauerl ist ein Opernfan, eine Fanin, ein ganz narrisch ist mit den Opern. Aha. Und ihr Liebling ist Puccini. Aber nein. Ja, und da... Na, da können Sie mir jetzt vielleicht verraten, warum sie dann Rigoletto getauft hat, weil der Rigoletto ist von Verdi. Ja, das weiß ich ja. Und das weiß auch das Frauerl. Nein, aber Tosca hat sie ihn nicht nennen können. Cavaradossi. Cavaradossi ist ja wurscht. Ich meine, also Cavanossi, ne? Das klingt eh so ähnlich. Und da hat sie sich gedacht, Opa hin, Opa her, und hat ihn eben Rigoletto getauft. Wunderbar, also gut. Also wenn er sich aber sowieso auf andere Hunde allergisch ist, dann können sie ihn dort auslassen. Wissen Sie, auf Hunde ist er allergisch, aber Menschen braucht er, das können Sie sich nicht vorstellen. Aha. Er ist völlig abhängig von Menschen, so lieb. Und da ist er so ein armer Hund, wenn er allein ist. Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie erstens, dass der Hund jetzt bei uns bleibt und zweitens soll ich dann auch noch Konversation mit ihm machen. Das wäre wahnsinnig lieb von Ihnen, ja. Wirklich. Ich danke Ihnen schön. Sie müssen ja nicht ununterbrochen mit ihm reden. Ja, nur hier ja. Und da ein aufmunterndes Wort, ein mit Bellen und der Misch dazuruf. Bitte schön. Nur so gut werde ich ihn auf ein Fauteuil ins Wohnzimmer setzen. Nicht ins Wohnzimmer. Warum nicht? Die Farbe von Ihrer Tapeten, die vertragt er nicht. Aber und nein. Die Vorhänge, die reißt der Attacker herunter. Gut, also dann bitte ins Arbeitszimmer. Nein. Entschuldigen Sie. Papier hat er zum Fressen gern. Weg. Ja, bitte, also, glauben Sie, dass er auch gegen die Küche etwas hat? Nein, die Küche, die riecht ihm gut. Die hat er gern. In der Küche ist er gut aufgehoben, wirklich. Ja, Dankeschön. Bitte, gern. Also. Ja, na, bitte, ich will mir nur eins verraten. Und wann, bitte, soll ich mit ihm reden? Na, das merken Sie doch. Da bellt er Sie an.
da bellt er mich an. Ja? Ja. Und da wissen Sie sofort, da reden Sie zurück, nicht? Ja, ja. Und dann ist er wieder still und friedlich. Er ist überhaupt so lieb, sei schön brav, du wirst das sehr gut haben beim Onkel. Und sehr vergnügt wirst du sagen. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Ich freue mich. Ich eigentlich auch so vergnügt haben werde wie der Hund. Wer war das? Du, das war nur der Nicoletto. Wer war das? Nicoletto, schau. Na, bitte, vielleicht ist er allergisch auf die Farbe von deinem Turban. Oder er hält deinen Schlafrock. Er hält deinen Schlafrock am Ende für einen Turban. Du, wie du Rigoletto gesagt hast. Ja, aber ich mach dir ja nichts. Wie du Rigoletto gesagt hast, habe ich gedacht, du hast den Cognac zu viel getrunken. Nein, nein, ja, sag mal, du komm mit mir. Nein, nein, um Gottes Willen, nicht ins Wohnzimmer. Das ist ein ausgesprochener Küchenhund. Dieser Hund kann nur in der Küche leben. Ach so, und wie lang haben wir diesen Logiergast? Meine Liebe, das hängt völlig von dem Medium ab. Was? Ja, die Neiberger geht auf eine spiritistische Seance und wenn das Medium, wenn dieses Medium also zum Beispiel den Homer zitiert und wenn der Homer etwa den Einfall hat, dass er die ganze Ilias aufsagt, so weißt du, mit Meninae, de Thea, Peleia, de Achilleus, Ulomenen, Hemyria, Chaios, Algeteken. Fabelhaft, wirklich fabelhaft, dass du dir das alles aus der Schulzeit merkst, wodurch das erst vorgestern war. Na, eben, du, sag mal, aber ich sehe da nicht schwarz, denn wenn die, sollte die Griechisch reden, also die Dame, die da das Medium spielt, dann langweilt sich die Neuberger derartig, dass es sofort kommt, nach einer Viertelstunde. Na, also bitte, da haben wir es gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Na, freilich. Servus Pizarro. Rigoletto, Rigoletto. Aber Opa ist Opa. Na, bitte, Opa ist Opa, na, wenn du das hörst. Also pass auf, Rigoletto. Ich meine, ich weiß ganz genau, einmal bellen und schon komme ich und das ist alles in Ordnung. Also, sei schön brav. So. Ja, suchst du irgendwas Bestimmtes? Ja, natürlich. Das Rezept, was ich vorhin gefunden habe, für eine Gesichtsmaske. Wieso Gesichtsmaske? Krampus ist ja schon vorbei. Aber, Franz, das ist eine Schönheitsmaske. Da schmiert man sich eine dicke Masse auf das Gesicht. Ja. Na ja, und dann lässt man das eine Zeit lang drauf. Oje, oje, und das soll eine Schönheitsmaske werden, ein Schirchbercht dann. Wenn man dann das heruntertut, dann ist man so schön, wie man vorher nicht war. Nein, das glaubt man nur, wenn man weiß, wie schier man vorher war. Aber geht, du verstehst überhaupt nichts von Kosmetik. Nein. Man legt sich auch manchmal Gurkenscheiben aufs Gesicht. Gurken, du wunderbar. Gurkensalat haben wir schon lange kein gegessen. Schau, bitte, hör auf. Du bist unmöglich. Bitte, warum bin ich unmöglich? Weil ich die Gurken lieber im Magen haben möchte als im Gesicht? Du, ich garantiere dir, dass du mich nach der Behandlung überhaupt nicht mehr wiedererkennst. Das ist aber schlecht, weil ich hab dich sehr gern so, wie du bist. Jö, danke. Du, muss ich also befürchten, dass du dir jetzt etwa so eine Maske machst? Na, selbstverständlich, einen idealeren Zeitpunkt gibt's nicht. Heute kommt kein Mensch zu uns. Na bitte, hab ich mir gedacht, ne? Jetzt hast das du verschrieben. Also geh schon. Bitte. Bitte. Das Gute, Herr Sekretärchef, entschuldigen Sie. Alles Gute zum Nein, ja. Ja, ja, danke Ihnen. Entschuldigen Sie, dass ich so plötzlich hineinplatze, aber ich möchte nur ganz kurz fragen, ob die Niki... Nein, die Niki ist nicht da, die ist bei Bekannten in Innsbruck. Was ist denn da schon wieder Neues? Das ist gar nichts Neues, sind alte Bekannte, ist kein Grund zur Aufregung. Na ja, ich reg mir schon lange nicht mehr auf, warum sie nicht da ist, sondern ich reg mich heute auf, dass sie nicht da ist. Ich brauche sie nämlich wahnsinnig dringend. Die Niki? Nein, ich brauche ihre Schreibmaschine. Und sie hat sich die Schreibmaschine von... Meine Schreibmaschine, die sie sich ausgeborgt hat. Aye, und sie hat gesagt, sie ist bei den Eltern. Jetzt habe ich geläutet. Ich weiß alles, die Eltern sind nicht da. Ja, da werden sich irgendwo anders bei Bekannten eine Schreibmaschine ausleihen müssen. Ja, ist doch kein Mensch. Wer ist denn in Wien am 2. Jänner? Ein paar Bedienstete im E-Werk höchstens. Ja, und ein pensionierter Sektionschef. Ja, nein, das habe ich nicht so... Naja, wissen Sie, ich habe eine Schreibmaschine, aber ob Sie mit der was anfangen können, ist ein Monstrum. Darf ich sie mir anschauen? Aber natürlich, bitteschön, kommen Sie ruhig herein. Bitte sehr. Sie müssen mich wirklich entschuldigen, aber... Ich bin in einer solchen Zwangslage. Ich schreibe nämlich eine Serie. Aber nein, eine Familienserie, so für ein ORF. Gratuliere. Nein. Aber kommen Sie, nehmen Sie doch wieder Platz, machen wir es uns gemütlich. Gemütlich. So. Ja, nein, fürs bayerische Fernsehen. Aber nein, das ist ja auch ausgezeichnet. Ja, und es ist keine Familienserie, nein, sondern ich habe da eine, glaube ich, eine ganz gute Idee gehabt. Na bravo, und was ist das? Naja, ich habe was erfunden.
Und zwar ist das ein Problemdetektiv. Ein Problemdetektiv, das ausgezeichnet. Und was ist das? Naja, das ist ein Mann, ja? Der löst Probleme so wie ein Detektiv Kriminalfälle. Aha, das ist doch fabelhaft. Ich kann mir nur darunter nichts vorstellen. Ja, die Bayern auch nicht. Sie machen einen Vorschlag. Versuchen Sie es mir zu erläutern. Wenn Ihnen das gelingt, werden es wahrscheinlich die Bayern auch verstehen. Also, zunächst muss einmal ein Fall vorliegen. Ja, das ist klar. Ne? Sagen wir, im Krimi ist es ein Mord, mhm. Ja, und in meinem Fall, sagen wir, ein Eheproblem. Aha, natürlich. Und im Krimi weiß man nicht, warum der Mörder oder wer der Mörder ist, und bei mir weiß man nicht, warum die schiefe Ehe schief ist. Ja, 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 richtig. Und das müssen Sie also sozusagen ergründen. Der also Problemdetektiv. Genau so, richtig, der Problemdirektiv, so wie der Inspektor Marek, der Eckhardt, da sind mitten die Mörder machen. Genau so. Ist das eine tolle Idee? Das ist eine tolle Idee. Jetzt müssen wir nur noch sagen, wie das geht. Na, wie im Krimi. Ja. Also, im Krimi findet der Detektiv irgendeine unscheinbare Kleinigkeit. Ja. Weiß ich, ein Haar oder einen abgerissenen Knopf oder irgendeinen Zigarettenstummel im Kolonia-Kübel und daraus schließt er messerscharf. Weiß bereits alles. Wunderbar. Also wenn zum Beispiel Ihr Problemdetektiv im Kolonia-Kübel einen Zigarettenstummel findet, dann weiß er, dass der Mann seine Frau hasst, weil sie ihm nämlich nicht erlaubt, in der Wohnung zu rauchen. Jetzt machen Sie sich lustig drüber. Nein, aber im Prinzip ist das so, ja. Michael, ich mache mich gar nicht lustig. Ich wollte Ihnen nur sagen, es ist sehr gut, wenn man in jede solche Sache ein bisschen auch einen Humor hineinpackt. Nehmen wir ein Beispiel am Shakespeare mit den Rüpelszenen dazwischen, nicht wahr? Der weiß, wie man so etwas ja. machen muss. Ne? Aber das ich muss... Was müssen Sie? Ja, entschuldigen Sie. Ja. Ich glaube, das wird heute ein ruhiger Nachmittag, aber dem ist nicht so. Das Gott sei Dank, ich bin noch einmal. Ja, bitte sehr, bitte sehr. Aha, hat wahrscheinlich das Medium ist halt nicht in Form oder das Tischerl ist abgebrochen, ein Fuß beim Tischerlrücken. Bitte, bitte machen Sie keine Witze. Nein? Sie werden noch einmal sehr froh sein, dass es das Übersinnliche gibt. Also das glaube ich zwar nicht, aber bitte, also Sie wollen sich Ihren Rigoletto wieder abholen. Nein, noch nicht, nein? Wirklich noch nicht, nein. Ich gehe ja erst fort. Aha. Ich habe ihm nur das Futter gebracht, wenn Sie so freundlich sind. Aber geben Sie es nur bitte, wenn er Hunger hat. Ja, gell? Bitte. Und wann weiß ich, wann er Hunger hat? Na, dann bellt er. Na, ich hab geglaubt, wenn er bellt, will er mit mir reden. Ja, ja, auch. Aber da bellt er hoch. Wenn er tief bellt, will er fressen. Wunderbar. Wiedersehen. Danke Ihnen vielmals. Das ist ein komplizierter Hund. Na ja. Ja, Miguel, versteht das. Was diese Uhr, die ist faszinierend, ja, wird ja auch riesig gefallen. Das ist ein Geschenk von meiner Frau. Kugeln. Aber bitte, ich sehe völlig ein, also Sie müssen, natürlich müssen Sie das schreiben, brauchen die Schreibmaschine, also wenn Sie morgen in der Früh kommen zu den Eltern von der Niki, holen Sie sich die Schreibmaschine. Na ja, nein, das geht nicht, weil morgen in der Früh muss alles in München sein. Na, geht's, wir haben doch nicht einreden, dass die Bayern am Sonntag im Fernsehen arbeiten. Nein, das nicht, aber das hat sich ganz plötzlich, und der Abteilungsleiter liest's morgen und schlägt's am Montag dem Programmdirektor vor und... Ah, also das heißt mit anderen Worten, die Geschichte ist noch gar nicht angenommen. Ja, so direkt angenommen noch nicht, aber Montag ist eine Riesenchance dafür, also die einzige. Ja, ja, also ich sehe ein, also es muss unbedingt heute geschrieben wenn werden. Wenn ich zurückkommen darf auf ja, die Maschine. Ja, bitte, Sie dürfen zurückkommen auf meine Maschine, Sie können die Maschine auch haben. Ich weiß noch nicht, wie Sie transportieren werden, aber bitte ja, schön. Also probieren Sie schon. Gehen. So, lieber Miguel, also. Das? Hier ist das Monstrum. Aha. Oje. Oje, ja, das hätte ich auch gesagt an Ihrer Stelle. Brauche ich einen Dienstmann nicht? Ja, wenn Sie einen Dienstmann brauchen. Ja, aber eine andere Maschine habe ich nicht. Na ja, da kann ich mir die Serie... Was mache ich da? Nein. Also bitte unbedingt... Müssen Sie eben hier schreiben. Nein. Also das kann ich nicht annehmen. Am Samstag Ihnen den Nachmittag... Nehmen Sie es ruhig an. Ich würde es mir nie verzeihen, eine so geniale Fernsehserie unterbunden zu haben. Das ist wahnsinnig lieber. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Aber gar nicht der Rede wert. Schauen Sie hier drinnen. Da haben Sie Kohlepapier und was man halt so braucht zum Maschinenschreiben. Das war ja alles drinnen. So, also bitte... Moment, höre ich recht? Ja. Der Rigoletto. Ja, jetzt weiß ich nicht, bölter hoch, bölter tief. Bitte? Nein, es ist nichts, nur der Rigoletto, also es ist weiter gar nicht der Rede wert. Ja, ich komm schon sofort, Rigoletto, man weiß nicht, wo man zuerst hingehen soll. Du, Hila, ja? Du musst dich entschuldigen, aber ich hab da niemanden... Du brauchst mir gar nichts zu sagen, ich hab ja alles mitgehört. Der kann ruhig auf der Schreibmaschine klappern, so viel er will, ich mach in aller Ruhe meine Gesichtsmaske. Du, wunderbar, ist alles bestens. Entschuldige, ich geh jetzt zu meinem Opernsänger. Ja, du, einen Moment, ja? Den kannst du mir gleich mitbringen. Warte, wie war das?
Drei Eier bitte, einen halben Liter Milch. Bitte, willst du hier im Schlafzimmer bei der Chinken machen? Sehr witzig. Ja, soll ich dir eine Hedgehog-Marmelade bringen oder hast du lieber Riebisseln? Hier steht alles, bitte mir das mitzubringen und einen kleinen Weidling zum Umrühren und eine Teigspachtel. Was, eine Teigspachtel? Ja, meine Herrschaft. Also die Männer sind da wirklich mal ein Bartschert. Ich möchte ja selber rübergehen, aber ich kann mich doch so nicht vor denen zeigen. Ja, ich weiß schon, ich bin schuld. Wäre er nicht hier, müsste jetzt nicht hin. Hör auf jetzt, dass du auch noch leid tust. Nein, ich tue mir nicht weiter leid. Ja, Miguel, ich mache Ihnen gleich hier frei. So, Sie können dann sofort Ihre Unterlagen hier ausbreiten. Sie sind ja lieb. Welche Unterlagen? Ja, Sie müssen doch Notizen gemacht haben für Ihren Problemdetektiv. Nein, ich bin da ganz intuitiv, wissen Sie. Sie haben also noch gar nichts vorbereitet. Sie wissen noch gar nicht, was Ihr Held machen soll. Na ja, wissen Sie, ich möchte authentisch sein. Und ich möchte aufgreifen, na, wie man so sagt, was die Wirklichkeit an mir vorbeischwemmt. Aha, na, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich komme ja schon, verehrter Rigo. Ist ja nur noch einen ganz kurzen Moment. Ich bitte, ich sei nicht so nervös. Es ist ja wirklich unglaublich, wie schnell man doch sein soll. So, da bin ich schon. Ja, mein Lieber, ich weiß nicht, was, ob du nun hoch oder tief bellst. Das kann ich nicht wissen. Aber bitte, es kann ja gar nicht passieren. Ich gebe dir auf jeden Fall etwas hin zum Essen. Warte, bitte schön. Aha. Also das Essen ist nicht. Bitte, bitte, ich nehme es gerne zur Kenntnis. Nichts zu essen, sondern du willst Konversation. Ist mir auch recht, Konversation. Wunderbar. Aber ich möchte dich bitten, könntest du mir nicht den Weg... Weihe, weihe. Aha, er röchelt. Ja, da hat man nicht gesagt, Neuberger, was das bedeutet, wenn er sich so eigenartig benimmt. Ja, ich wollte dich bitten, ich möchte in den Eiskasten. Ah, der versteht nicht Deutsch, natürlich heißt Rigoletto. Non sputare nella carrozza. Na, e vietato servieren Sie della Ritterat. Das scheint den Eindruck zu machen, aber hinlasst er mich doch nicht. Naja, gut, ist es in Ordnung, rechtet auf. Gut, wird die Hilla keine Schönheitsmaske heute noch. Ach, Moment, das geht ja mit der Gurken. Es ist in Ordnung. So, bitteschön. Der Problemdetektiv. Hat die Wirklichkeit schon etwas an Ihnen vorbeigeschwemmt? Nein. Aber haben Sie vielleicht ein Problem? Na, aber viele. Na, wunderbar. Mit wem? Na, mit meiner Frau zum Beispiel. Das ist toll. Erzählen Sie bitte. Na, wissen Sie, mit meiner Frau habe ich schon seit Jahrzehnten Probleme. No? Aber die mache ich mir immer mit ihr ganz allein aus. Dazu brauche ich kein Problem, Detektiv. So, Hila, ich soll dir herzliche Grüße vom Rigoletto ausrichten. Was ist? Und er findet, du seist schön genug. Sprichst in Rätseln. Wie ist die Lösung dieser Denksportaufgabe? Sehr einfach. Dieses Biest lässt mich nicht in Eiskostnerei. Also darf doch nicht wahr sein. Aber es macht nichts, Hila. Ich hab da trotzdem was mitgebracht. Jesus Maria, was soll ich denn mit einem Messer machen? Soll ich ihn umbringen? Bitte, und da hast du das, was du umbringen sollst. Mach dir einen Gurkensalat. So. Ja, mein lieber Miguel, bei uns gibt's heute leider keine Probleme. Ich habe kein Glück. Wissen Sie, das neue Jahr fängt an, also im alten Jahr. Ja? Ein Problem nach dem anderen, jeden Tag und im neuen Jahr wie abgeschnitten. Na ja. Mir scheint, Sie haben bereits ein Glück, denn es läutet ja schon wiederum. Es könnte ein Problem sein. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich nicht. Ich bin eingedeckt mit Problemen. Ich muss mir nicht ihretwegen auch noch ein Problem antun. Ja, Herr Stromer, ich bin ja wirklich verblüfft. Also auf jeden Fall, also kommen Sie rein und alles Gute. Nein, ich kann nur sagen, Prost, naja. Moment, lassen Sie mich raten. Aber genauso hätte ich reingeschaut, wenn Sie plötzlich vor meiner Tür standen. Ach, du meine Güte, hat mein vergesslicher Sohn schon wieder einen Termin mit Ihnen ausgemacht, hat's vergessen. Nein, diesmal ist es ein purer Zufall. Ah, ja? Bitte tausendmal um Entschuldigung, dass ich Ihnen da hereinschneide, aber meine Frau sitzt nämlich unten. Na, warum hast du nicht mitgebracht? Nein, die hat sich ihr Kleid zerrissen. Aha, ja, na, aber bitte, ich glaube, das legen Sie doch auf jeden Fall einmal ab. Ja, aber ich möchte wirklich nicht lange bleiben. Nein, aber bitte Sie. Also sie ist verzweifelt. Ich muss Ihnen die Sache kurz erzählen. Ja, aber wissen Sie was?
Im Vorzimmer ist es sehr ungemütlich. Kommen Sie doch herein. So, Dankeschön. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Jö, haben Sie... Oh. Nein, entschuldigen Sie. Haben Sie da Zwergkakteen? Nein, das sind keine Zwergkakteen, das sind Marken. Habe ich mich heute einmal nach längerer Zeit wieder damit beschäftigen wollen. Aber es ist mir nicht recht gelungen. So, also... Vielleicht lieber Herr Stromer, was ist los? Sie sind meine letzte Rettung. Und zwar? Ich habe versucht, unten beim Ernstl zu leiten, ob vielleicht die Frau Elfi der Marion helfen kann, aber es ist niemand da. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir sind zufällig da mit dem Auto vorbeigefahren, rennt mir ein Hund vorne in den Kühler hinein. Es ist nichts passiert, also heißt dann wieder weitergehen. Aber jedenfalls, meine Frau, die sich nie angurten will, ich sage immer, gurt dich an, sagt sie, nein, ich gurt mich nicht an, ich komme vor wie auf einem Marterpfahl. Na schön, sie gurtet sich nicht an, was passiert, ich muss auf die Bremsen steigen, sie fährt vor und reißt sich da an der Achsel das Kleid ein. Und jetzt sind wir unterwegs zu einer Einladung. Und jetzt, was sollen wir jetzt machen? Ja gut, das sehe ich ein, aber wo haben Sie denn Ihre Frau abgelegt? Ja, unten im Kaffeehaus habe ich sie abgelegt. Jetzt wollte ich fragen, vielleicht ist Ihre Frau Gemahlin so lieb. Die ist zwar da, aber die befindet sich in einem Zustand, dass man sie nicht unter Gästen herzeigen kann. Schauen Sie, ich bin auch in einem Aufzug, wo ich mich entschuldigen muss, aber wir haben geglaubt, wir bleiben allein heute Nachmittag. Ja, da bleibt mir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig. Ich wäre so gern gegangen zu dieser Einladung. Es ist nämlich ein Lichtbildervortrag von einem bekannten Archäologen. Meine Frau hat mir zu Weihnachten ein sehr schönes Geschenk gemacht. Und zwar hat sie mir eine Reise geschenkt nach Ägypten zu den Königsgräbern. Und der Archäologe hält jetzt einen Dia-Vortrag über die Königsgräber. Das hätte ich halt gern gesehen. Ja, kann man nichts machen. Wenn ich vielleicht anrufen dürfte, dann sage ich dort ab. Na, so passen Sie auf, Herr Sprommer. Wir machen einen Versuch. Ich glaube, es wird zwar nichts helfen, aber ich will es jedenfalls probieren. Vielleicht kann ich meine Frau doch davon überzeugen, dass sie zusammenpackt und bringt ihr Nähzeug mit und näht ihre Frau geschwind zusammen. Ja, das bitte, wenn Sie nur einen Augenblick hier bleiben. Danke. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe gehört. Sie sind ein Glückspilz. Der Fall, den Sie so dringend suchen. Ich glaube auch. Ist schon da. Ja. Also gehen Sie hinein, ist der Herr Stromer, nicht wahr? Ja. Reden Sie mit ihm. Ich glaube, da werden Sie fündig. Ich gehe. Ja. Ah, das ist ja eine Pracht, Hilla. Nein, wirklich. Auch als Rohkostplatte bist du zum Anbeißen. Geh weg, lachen Sie in Ruhe. Hilla, es hat schon wieder geläutet und natürlicherweise war schon wieder ein unerwarteter Besuch da. Wer? Die Stromers. Herr, wer ist da? Du, das sind alte Freunde von der Elfi und vom Ernst. Aha. Und die sollten hier in der Nähe sollten sie also einen Besuch machen. Aha. Aber Pech, was sie haben. Er musste eine Notbremsung vornehmen und dabei hat sie, weiß nicht, angehängt, war ein Blut geschleudert. Jetzt hat sie einen Riss im Kleid, traut sich nicht unter Menschen. Was hat sie einen? Einen Riss im Kleid und traut sich nicht unter Menschen. Und da hat er gemeint, ob vielleicht du aushelfen könntest. Aber ich habe gesagt, das ist völlig ausgeschlossen, denn du kannst gar nicht aushelfen, weil du bist doch also in einem Zustand, ich meine, für eine Dame völlig unmöglich, so wie du jetzt hier bist, etwa hinunterzugehen auf die Straße, das kann dir doch überhaupt niemand zumuten. Aber er versteht das vollkommen. Nein, du brauchst dich gar nicht aufregen, Hila. Ich habe ihm bereits beigebracht. Jetzt hör doch schon auf, sag einmal. Wie lang bist du mit mir verheiratet? Kennst du mich denn überhaupt nicht? Doch, ich kenne dich. Hör einmal, wenn jemand Hilfe braucht, schau mal, ich habe schon, während du da lang geredet hast, die ganzen Gurkenscheiben runtergenommen. Ist doch selbstverständlich, dass ich aufstehe, mir einen Mantel ansetze, einen Pudel haben, setze ich mir auf, ganz wurscht, wie ich ausschaue. Und wenn mich der Novak nicht hübsch findet, macht's auch nichts. Du, und außerdem, es ist doch eine Möglichkeit. Es ist die erste gute Tat im neuen Jahr. Na ja, gut, bitte, natürlich ist es schön, eine erste gute Tat. Ich würde Sie, wenn Sie gestatten, gern etwas Privates fragen. Ja, bitte, fragen Sie. Ich habe nämlich durch Zufall von Ihrem kleinen Unfall gehört. Ja, ah, Sie sind von einer Versicherung. Ich bin schon versichert. Nein, ich bin Problemdetektiv. Das heißt, nein, ich habe einen Problemdetektiv erfunden. Und der könnte Ihren kleinen Unfall, ich erkläre es Ihnen. Ja, bitte drum, ja. Also die Sache ist so, die Serie. Lafitte. Ja, Frau Neuberger. Na, das ist aber eine Überraschung. Das ist ein Zufall, dass Sie da anrufen. Was?
ist kein Zufall. Siehst du, ich gehe. Ja, ja, du geh, du dabei nur vor. Ja, ich muss mir noch die Schuhe anziehen. Bekannt und ja, ist recht. Geh hinunter mit dir, das ist sehr gut. Ja, entschuldigen Sie, Frau Neubauer. Na, Neuberger, ja, ich weiß schon. Sagen Sie, Frau Neuberger, also es war kein Zufall. Na, was war es denn dann? Nicht Ihr Ernst. Das Medium hat Ihnen aufgetragen, Sie müssen mich anrufen. Sehen Sie, Frau Neuberger, also von nun an werde ich mir auch überlegen, ob an dem ganzen Spiritismus nicht doch etwas dran ist. Ja, denn das hätte ich nicht geglaubt, dass das Medium mir... Ja, warum ich Sie so dringend brauche. Wissen Sie, Sie haben mal erklärt, wenn der Rigoletto hochbellt und was er will, wenn er tief bellt, aber nicht haben Sie mir erklärt, was ist, wenn er entweder pausenlos kläfft oder röchelt. Ah! Da will er nur ganz einfach auf die Gasse gehen. Das habe ich missverstanden. Ich habe geglaubt, er will mich beißen und bin also nicht in die Nähe gegangen. Na, bin Ihnen sehr dankbar. Bitte, und vergessen Sie nicht natürlich meine ergebensten Empfehlungen dem Medium. Ja, natürlich, na, ohne das Medium. Also, Frau Neuberger, schönen Dank. Wiederhören. Ja, das... Bitte, entschuldigen Sie, aber ich muss dringend... Ja, lieber Herr Rigoletto, machen Sie gar keine Sorgen. Wir gehen gemeinsam auf die Gasse. Ja. Also, wo... Ja, der Problemdetektiv ist also nicht nur ein Mann, der die Probleme, sagen wir, zwischenmenschliche Probleme lösen soll, sondern er soll, wenn er kann, versuchen, durch eine Frühdiagnose diese Probleme zu verhindern oder zu verhindern, dass die Probleme eskalieren. Aha. Ne? Und jetzt wollen Sie mir eine Frühdiagnose stellen? Na ja, wenn Sie erlauben, ich könnte das, nachdem ich da ein bisschen zugehört habe. Ja, bitte stellen Sie. Also ich würde sagen, Sie hassen Ihre Frau und Ihre Frau hasst Sie. Gäh. Ja, das ist nicht schlecht. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Na ja, ich habe den ganzen Unfall analysiert. Ja, und das erklären Sie mir jetzt ein bisschen näher. Was hat Ihnen Ihre Frau geschenkt? Was sie mir geschenkt? Ja, zu Weihnachten. Eine Reise. Ja, was für eine Reise? Wohin? Nach Ägypten. Ja. Wohin in Ägypten? Zu den Königsgräbern. Da sehen Sie. Damit drückt sie unbewusst, unterbewusst aus, dass sie sie ins Grab schickt. Na ja, aber immerhin in ein Königsgrab. Ja. Also wenn ich jetzt Problemdetektiv spielen darf, würde ich sagen, gut, sie sieht in mir unbewusst ihren König. Ja, schauen Sie, und genau darin liegt ja die Wurzel ihres Wunsches, sie ins Grab zu schicken. Jetzt komme ich nicht ganz. Na ja, so fangen Sie auf. König ist gleich ein Symbol für Herrscher. Richtig. Ja? Sie sieht sie nicht als König, sondern als Herrscher. Und sie will sich in emanzipatorischer... Sie wissen... Meine Frau? Will sie sich von dieser Tyrannei des Mannes befreien. Von meiner Tyrannei? Ja. Na, jetzt, also Tyrannei ist ein bisschen übertrieben. Oh ja, also Tyrannei, denken Sie an den Sicherheitsgurt. Ja, ich denke immer dran, wieso? Aber meiner Frau sage ich immer, sie soll dran denken. Ihre denken? Frau fühlt sich durch den Sicherheitsgurt geknebelt von Ihnen. Sie fühlt sich an den Marterpfahl gebunden. Ah, das ist wirklich eine interessante Deutung. Ich bin Ihnen sehr dankbar. No. Also gut, das verstehe ich jetzt. Meine Frau wünscht mich ins Grab. Ja. Das ist schon schlimm genug. Aber jetzt möchte ich wissen, wenn ich das nicht weiß, und bisher habe ich es ja nicht gewusst, dass sie mich ins Grab wünscht, warum bitte hasse ich meine Frau? Kann ich Ihnen sagen. Das ist ein Kinderspiel. Ne? Also passen Sie auf. Passen Sie auf. Ja. Sie wollen oder wollten Ihre Frau umbringen. Ich wollte meine Frau umbringen. Ne? Ja. Das erklären Sie mir jetzt. Wieso? Schauen Sie, Sie wissen, dass sich Ihre Frau nie anschnallt. Ja? Ja. Obwohl Sie es ihr immer sagen. Ja, obwohl immer. Immer. Und diesen Ungehorsam, den Ihre Frau seit Jahren begeht, den wollten Sie bestrafen. Bestrafen? Ja. Womit? Womit? Mit einer Notbremsung. Ah, das ist ja wahnsinnig. Na ja, das ist das klassische Schema des perfekten Mordes. Das ist das klassische. Wissen Sie, ich bin kein Krimileser. Ich weiß nicht. Ja, also ich kann es Ihnen sagen. Passen Sie auf. Ja. Jeder in Ihrer Umgebung weiß, Ihre Frau schnallt sich nicht an. Sie fahren mit Ihrer Frau im Auto. Sie wollen das bestrafen. Sie bremsen Not. Die Frau ist tot.
Aber Sie sehen, meine Theorien reimen sich sogar. Also, Sie bremsen Not, die Frau ist tot und Sie sind völlig außer Obligo, weil es war ja nur eine Notbremsung. Das hätte ich mir nie gedacht, was für ein raffinierter Mörder ich bin. Sie sind kein raffinierter Mörder, aber Ihr Unterbewusstsein. Naja, gut, aber es ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Ja, ja, noch nicht. Noch nicht. Aber es könnte. Es kann was passieren. Und zwar bald. Was mache ich da dagegen? Ich meine, welche Anwendung kann ich aus Ihrem... Der Effekt meiner Serie ist, dass die Leute merken am Rand, welcher Abgründe sie sich bewegen. Ah ja, das ist wahr, ja. Und die Nutzanwendung wäre, die Probleme versuchen zu verhindern. Mhm. Und wie kann ich jetzt das verhindern, dass Sie meine Frau... Das ist Ihre Sache. Schauen Sie, ich möchte natürlich, dass die Leute ein bisschen eine Eigeninitiative ergreifen und die äußersten Konsequenzen... Freudige Mitteilung, es ist alles in Ordnung. Ihre Frau lässt Sie sehr herzlich grüßen und sie wartet auf Sie, wenn Sie wüssten, was das für eine Aufregung in dem Beisel war. Nein, das muss ich Ihnen erzählen. Jetzt wir haben doch eine Ecke gesucht, nicht? Denn die ist ja von oben bis unten offen gewesen. Ja, das schauen doch die Herren. Naja, aber ganz schön. Also jetzt kam der Cafetier, hat uns eine Palme davor gestellt in so einem Äckerl und also ich sage Ihnen, aber jetzt ist wirklich fabelhaft. Ja. Alles in Ordnung. Ja, und Sie sollen sich eilen, hat sie gesagt. Sie also ich werde mich jetzt sehr eilen, aber in Ordnung ist überhaupt nichts. Was? Nein, das muss ich Ihnen leider sagen. Ich werde jetzt hinuntergehen ins Café zu meiner Frau und werde ihr sagen, sie soll schleunigst sich einen Anwalt suchen. Einen Anwalt suchen? Ja. Bitte, warum? Weil ich mich nämlich von ihr scheiden lassen. Hören Sie auf. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nein, warum? Nein, ich erst um Gottes Willen. Meine Frau, Sie müssen sich vorstellen, meine Frau, wünscht mich ins Grab. Können Sie sich das vorstellen? Und deswegen bringe ich Sie um. Und zwar bald. Lieber Herr Stromer, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt sage, aber Sie haben doch eine abrupte Bremsung, eine Notbremsung hinter sich. Richtig, ja. Meine Frau gurtet sich nie an. Haben Sie sich vielleicht wehgetan am Kopf? Nein. Aber mir sind jetzt gerade die Augen geöffnet worden. Von wem? Von wem? Von einem Problemdetektiv, Nefra. Mein Gott, ich glaube, Sie haben sich doch irgendwas verstaucht. Na? Was ist ein Problemdetektiv? Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Erfindung vom Herrn Amberg. Lassen Sie Ihre Nefra? Erfindung ist ja. Ich sehe ein, dass Sie ein bisschen verblüfft sind. Aber wenn seine Frau wüsste, was ich ihm jetzt erklärt und die Augen geöffnet habe, dann würde sie genauso reagieren wie er und das Gleiche tun. Ja, bestimmt. Also garantiert tut sie das Gleiche wie ich. Sie meint, sich scheiden lassen? Nein, lachen. Sie haben mich gefunden. Nein, aber bitte, den Moment haben Sie gesagt, der Fall ist wunderbar, der könnte mich wirklich verwenden. Ist ein wunderbarer Fall, ein Lacherfolg. Nein, also das ist ja wirklich... Aber ist doch, wenn ich das jetzt nicht... Also was liefere ich dann morgen an? Ja, das ist Ihr Problem, Herr Amper. Ja, Sie haben ein... Sie haben ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Na, das ist Wunder. Entschuldige. Ein Problemdetektiv findet keinen. Jesus, es läutet. Frau Hans! Bitte, wo ist mein Mann? Ja, der Herr Sektionschef ist mit einem gewissen Rigoletto auf die Gasse gegangen. Ah, mit dem? Aha, ja, da muss ich aufmachen. Bitte. Aber vielleicht bei der Gelegenheit. Ja, ich auch gleich, wenn ich darf. Ja, ich würde ja gerne sagen, bleiben Sie noch ein bisschen, aber Ihre Frau hat gesagt, Sie sollen sich eilen. Ja, eben. Um Gottes Willen, was? Was ist passiert? Sagen Sie es mir. Was soll denn passiert sein, Frau Neuberger? Irgendetwas Schreckliches. Mein Medium hat gesagt, gehen Sie sofort nach Hause. Es ist etwas Schreckliches passiert. Wo ist der Herr Sektionschef? Der Herr Sektionschef, der ist jetzt gerade mit einem Bariton unterwegs spazieren. Ja. Bitte, Rigoletto, das war sehr lustig. Natürlich, das ist ein Unglück. Auf Wiedersehen. Ein Unglück ist passiert. Das ist ein Unglück. Aber jetzt müssen Sie mir nur sagen, Frau Neuberger, warum unbedingt ein Unglück passieren soll, wenn mein Mann mit einem kleinen Hund gassern geht. Ich sage Ihnen ja, dass es muss etwas passieren, wenn mein Medium sagt, es ist etwas passiert. Und da wird ihm etwas passieren. Ja, Franz! Na, warum? Gott sei Dank! Es ist doch nichts passiert. Nichts passiert. Na, was soll denn passieren? Geht's Ihnen gut? Ja, warum soll es mir denn schlecht gehen? Mach es dir zu. Warum soll die Tür? Also, die Tür zu machen ist sogar sehr vernünftig, nicht wahr? Dass wir nicht da draußen herumstehen. Aber bitte, warum schaut sie mich? Was soll sein? Ich bin mit dem Rigoletto spazieren gegangen. Bitte, es ist sehr kompliziert mit ihm. Weißt du, mir sind eigentlich Mäderln bei den Hunden lieber.
Weil ach die so, setzen weil, sich ja, einmal hin weiß. Und die Sache. Ja, der aber hat diese, schwer mit Hax diese und Herren, Herren nicht wahr? Ja. Unentwegt ist diese Geschichte ja, da mit der. Mit der ja. ja, der Riegel. Jesus, na, aber bitte. Er hat vorhin noch nicht gefressen, also gut. Ich werde ihm jetzt. Kommen Sie ihm, Herr Neuberger. Ja. Wollen Sie es ihm geben? Und erzählen Sie na, uns geben jetzt möchte ihn, Sie geben möchte ich es ihm lieber nicht, weil ich nicht so sicher bin, ob er mir bei der Gelegenheit nicht Riegel. Ein bisschen an kleinen Biss abbiegt. Na, er tut mal, also, gern ja, entschuldige, ich aber. Schon, ja, ich habe schon gesehen, also der Herr, den habe ich gerade auf der Stiegen getroffen, ja, den Herrn Stromer. Also die hast die gute zusammengenäht. Ja, aber ja, ich habe die fabelhaft zusammengenäht, ja, aber du hast was Ungeheures versäumt. Wieso? Du hast etwas versäumt, sage ich dir. Es war eine Schwierigkeit, es lag eine Scheidung in der Luft. Ah, Sie lassen sich scheiden. Nein, wir lassen uns scheiden. Nein, Frau oder? Neuberger, das wirklich. Nein, wir zwei lassen uns nicht scheiden. Ach glauben so? Sie uns. Aber nein. Die Stromers, du stell dir vor. Aber jetzt ist wieder alles in Butter. Moment, sie war ja gar nicht da. Da kann er sich doch nicht scheiden lassen, wenn sie nicht einmal da ist. Kannst du dir nicht vorstellen, was los war? Es hat nämlich unser großer Dichter, verstehst du? Der ja, Miguel. Ist der Dichter? Wo naja, ist denn der? Der sitzt drinnen, der hat ja ein neues Problem, Gott sei Dank, ja, gefunden. Der hat ein Problem. Ja, weil das alte Problem haben, ist ja weg, nicht wahr? Der ist also gescheitert mit dem alten Problem mit der Scheidung. Jetzt sitzt er und tippt was Neues. Ich weiß ja, nicht gut. Was, aber. Also bitteschön. Wird es also doch noch ein gemütlicher Nachmittag? Ja. Nein. Was ist denn? Bitte. Die Mahlzeit hat er nicht gefressen, der Rigoletto, aber da, meine Marken hat er aufgefressen. Na, also hat mein Medium doch recht gehabt. Wieso? Können Sie strahlen, wenn wieso mein bitte? Mann was hat Ihr Medium Marken so gesagt? Mein Medium hat gesagt, in diesem Hause wird etwas Fürchterliches passieren. Oh. Und die Marken hat er gefressen. Ach du meine Güte, also wenn mir sonst nichts passiert. Also, aber bitte, Frau Neuberger. Sind uns ein Vergnügen, kommen Sie doch noch einen Moment zu uns herüber. Nein, bitte, ich aber will ja. Doch, ich weiß, Sie wollen kriegen ja vielleicht heute einmal. Nein, Sie kriegen ein Glas aus Cognac. Oh, ja, da bin ich so immer auffällig. So, hier ist es ja doch gemütlicher als in der Küche. Bitte nehmen Sie einen Moment ab, Frau Neuberger. Danke vielmals, danke schön. Sagen Sie, dieses Medium interessiert mich wirklich, denn ich ja meine, sie hat gesagt etwas Furchtbares. Also das ja Medium scheint bitte zu übertreiben. Danke vielmals. Nein, ja. Bitte schön, es ist natürlich etwas neujahrsgeschwächt, aber vielleicht hat sie sich geirrt. Sie hat gemeint, es hängt mit der Person, also das Medium hat sich geirrt, mit der Person des Herrn Sektionschefs zusammen. Ja, ganz sie deutlich. Hängen mit ihm zusammen, da hat sie ja nicht. Aber bitte, da hätte es nicht so ein Theater machen nein müssen. Eigentlich ja wirklich. Aber waren es wertvoll? Ja. Sie waren nicht so wertvoll. Na, schau, wie sie strahlt. Und davon abgesehen, sagen Sie mir jetzt eines, glauben Sie wirklich an solche Sachen? Ja. Ah ja? Ja, ich glaube an solche Sachen, denn ich habe schon sehr viele Erscheinungen gehabt. Und sehr vieles ist eingetroffen, was mein Medium gesagt hat. Aha. Und außerdem sind merkwürdige Dinge auch schon in meiner Wohnung passiert. Ja. Aber nein. Nehmen ja Sie mich und den Franz einmal mit ja zu dem Medium? Nur Frau Neuberger, wenn Sie uns zu dem Medium mitnehmen, da passiert überhaupt nichts mehr. Da hat sie endlich was zum Lachen. Das Medium. Glaube ich, das Medium hat nein, ich glaube, die wären böse, wenn man da nicht mitdenkt. Aber Frau Neuberger, wenn Sie schon an solche Sachen glauben, Sie haben doch sicher zu Silvester Blei gegossen. Hä? Ja, natürlich. Was ist da rausgekommen? Ein Drachen. Ein Drachen? Ein oh, Drachen. Das ist etwas Fabelhaftes nach dem chinesischen Sternzeichen. Wirklich? Ja, Drache ist was ganz das Fabelhaftes. Chinesische Sternzeichen. Ja, natürlich. Das ist, ja, na, ich weiß nicht, ob man das Sternzeichen nennt. Also jedenfalls, nein, die haben ein Hund, das Jahr ein des Ratte, Hundes und ein, ja, das Jahr des Affen und ja, so weiter. Zu mir hat man nicht Gemeines gesagt. Zu mir hat man gesagt, ja, typisch, sie gießt sich selber rein. Ja, aber bitte, das kann wirklich nur ein ganz ein ordinärer Mensch gesagt ja haben. Ein ja Mensch, der Sie näher kennt, so wie wir, der käme nie auf eine solche Idee. Hila, ich erinnere mich noch, ja, wie du uns einmal gesagt hast, was? Wir hätten uns bisher nicht so sehr gut zur Frau Neuberger benommen. So denn, war's auch. Ja, ja. Aber jetzt ist anders, gell?
Wissen Sie, sind Sie bei uns immer herzlich willkommen. Das ist so lieb und ich freue mich so, wenn ich heraufkommen darf. Ich möchte nur nicht aufdringlich sein. Nein, überhaupt nicht. Und das wird im neuen Jahr noch besser wie im alten. Auch so gut bei Ihnen. Ja, so ganz eine gemütliche Wohnung. So schön, aber Sie haben noch immer mein Kaffee. Steht Ihnen aber gut. Entschuldigen Sie, weil ich habe nämlich die Haarquaschen gehabt und ich habe weg müssen. Aber vor der Frau Neuberger kann ich mir das doch aber wieder runternehmen. Es ist so heiß. Ja. Hoppala, Entschuldigung. Danke, aber danke. Eines, Hila. Ja. Also einen Was Raum, denn? Den möchte ich doch ein bisschen ändern. Welchen? Die Küche. Das Vorzimmer. Ich glaub, das Vorzimmer ist doch ganz unwichtig. Na, aber das müsste man einmal neu tapezieren lassen. Ich weiß nicht, die Wirklich? Tapete im Vorzimmer, die hängt mir schon zum Und die Falte hier? Die Falte? Ja, ja. Ja, verstehe, nur der Rigoletto mag es nicht. Also, ja. Das kann ich auch nicht verstehen, der hat einen ganz merkwürdigen Geschmack. Der ist überhaupt ein komischer Hund. Ja, bitte, ich bin nicht sehr befreundet mit ihm. Aber das dürfen Sie nicht. Er ist nur ein Gasthund. Ja. Ach so, ja. Und von dann einer war er auch gleich, naja, Bekannte. Er war auch sehr grauslich gleich zu einem Lumpi, aber das macht ja nichts. Man muss sich hier gehen.